Moin aus Berlin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing-Video. Und zwar, ich habe mir gegönnt, weil meine, ja, mittlerweile 5, 6 Jahre alte Lasermaus von Logitech nicht mehr so will, wie sie soll, habe ich gedacht, ich gönne mir mal was Neues. Und vor kurzem gab es die Möglichkeit, eine Maus vorzubestellen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe sie mir mittlerweile dann doch gekauft. Ja, und hier ist die schöne Verpackung. Und zwar ist es eine Glorious PC Gaming Race Model D. Matte 68, ach so, 68G Black. Also matt, ich habe matt schwarz genommen. Die gibt es noch in glänzend schwarz, in glänzend weiß und glänzend und matt weiß. Genau. So, was steht auf der Verpackung? So sieht die Verpackung aus, ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ein bisschen schön. Man kann es erfühlen, ertasten. Ascent, Programming.com und Glorious PC Gaming Maus. Und auf der Rückseite kann man das Ding dann mal sehen. Hier ist es versiegelt. Und genau dieses Siegel machen wir mal auch. Das Ding kostet, lasst mich lügen, ich glaube 70, doch 70, um die 70 Euro, 69 und ein paar kaputt oder so ähnlich. Bei Amazon, woanders ist es auch nicht günstiger. Die gibt es auch noch als Model O, dann sieht sie genauso aus. Ist aber halt irgendwie ein älteres Modell dann. Und wenn schon, denn schon, nicht? Auch hier die Rückseite, das glänzt total. Und wir machen die Kiste mal auf. Und lassen uns überraschen. Ah ja, im Deckel dieses Ding drin. Das heißt, die Maus hat ein schönes Zuhause, ist richtig schön eingepackt. Das Kabel, das kann man dann abmachen. Okay, das Kabel, sehr weich, nicht so steif, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist bei der Logitech-Maus auch anders. Da ist ein sehr steifes Kabel dabei. Also dieses ist sehr... Das ist, als wenn da überhaupt kein Draht drin ist. Als wenn, ganz ehrlich, als wenn du so ein... Das kannst du als Schnürsenkel, wenn die Maus mal nicht mehr geht, in zwei Teile schneiden und als Schnürsenkel verwenden. Genial, also richtig weich. Ich denke mal, hier wird es keinen Kabelbruch geben. Das ist schon nicht schlecht, das Ganze. So, ja, und... Oh, die ist leicht. Oh, die ist leicht. So sieht das gute Kind dann aus. Die besteht aus mehr Löchern als sonst was. Okay, mal gucken, ob das auch so ist wie bei der Logitech. Hier, man merkt einen Rastpunkt. Hier ist ein Taster. Nee. Also die hat keinen Freilauf. Die Logitech hat einen Freilauf, das kann man rausnehmen. Und dann geht das Ganze. Das hat diese jetzt nicht, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ansonsten liegt sie natürlich sehr schön in der Hand. Und das Ding ist RGB beleuchtet. Das werde ich euch so jetzt nicht zeigen können. Weil oder doch? Doch, kann ich. Gewusst wie, pass auf. Ah, Papa ist ja nicht blöd, ne? Wir brauchen ja keine Datenleitung, sondern nur eine Stromversorgung. Das heißt, wenn ihr ein handelsübliches... Oh! Das Netzteil hatte noch Strom drauf. Wenn dann ein ganz normales Handynetzteil. Das klemme ich euch jetzt mal an. Ja, ob das ein... Ach so, da unten leuchtet es nur. Rot, hier ist der Laser, den sieht man natürlich nicht. Was ist das Rote denn dann daneben noch? Wofür ist das denn gedacht? Hier ist der Laser. Und hier leuchtet es nochmal rot. Ja. Ja, cool. Nee, aber sieht... Mal ganz ehrlich, die ist so leicht, aber sieht scharf aus, wa? Jetzt ist das Ding hier grün. Warum? Verändert die Farbe auch? Keine Ahnung.
Ich lasse ihn mal liegen. Sieht cool aus, das Ding. So, ich habe aber gesehen, da ist noch was drin. Ein Tütchen. Wie heißt das Zeug eigentlich? Silikagel. Nicht Silicia, Silica. So, dann natürlich eine Karte. Ist erstens in Englisch, zweitens so klein, dass ich es nicht lesen kann, trotz Leseabteil. Dann haben wir auch cool, wie auch immer. Also, ein Aufkleber. Wir haben. Das ist kein Aufkleber. PC Gaming Race. Oder ist das doch ein Aufkleber? Doch! Noch ein Aufkleber. Alter Schwede. Dann. Visit our site for more info. Ne, brauche ich nicht. Soll ich mit mehr Informationen? Ich schließe die an und dann muss die funktionieren. Wer nicht? Dann haben wir hier die Informationen, was die gute Firma sonst noch so hat. Das Model O war der Vorgänger davon. Dies ist auch jetzt gerne eine ergonomische Maus. Dann haben wir hier auch nochmal. Ah, pass mal auf hier. Das ist ja mal. Jetzt komme ich auch dahinter. Und zwar. Die hat mehrere DPI-Level, und zwar 400, 800, 1600 und für Gaming, ich glaube, das ist eine 3200. Doch, klar, 3200. 400, 800, 1600, 3200. Und anhand der zeigt die an, wie sie abtastet. Jetzt zum Beispiel mit 3200, das heißt, sie wäre jetzt eine Gaming-Maus, wäre verflucht schnell. Und hier ist dann eben der Abtastlaser. Aha, dann werden die einzelnen Tasten noch beschrieben. Glorious Mode. Brightness, Speed, Color Switch. Mit Taste 1, okay. Irgendwas kann man an dem Ding dann wohl doch ändern. Keine Ahnung. Ach, wer will das schon? Seamless Pressing. Ah, jetzt hat er diesen Atemmodus. So kann ich sie dann umstellen. Also ich mache immer wieder was Neues. Naja, soll mir wurscht sein. Soll sie. So sieht das Kind dann in Weiß aus. Ich finde die also schon sehr schick. Und wie gesagt, ich habe sie nur geholt, weil ich sagte, okay, ich brauche mal eine neue Maus. Was haben wir hier denn noch? Model D Skates. Hä? Ja. Okay. Oh, noch nicht gesehen. Was ist denn das? Ist ja geil. Also. Meine Katze meldet sich auch zu Wort, sie hat voll die Ahnung. See Quick Start Guide for more information. Ah ja, siehste, da kommen jetzt wieder und so, ne? Da kommen jetzt wieder die. Das ist nicht der Quick Start Guide. Das auch nicht, das auch nicht. Also ist es das Ding, was wir hier gerade reingepackt habe. Genau, so, pass auf. Aha. The Model D comes with an additional 100% pure PTEE mouse feed that users can install for even larger gliding surface. Ah ja. Wenn ihr merkt, das Ding hängt zu doll, als Beispiel, dann kann man diese Teile hier noch drunter kleben. Dann hast du mehr Gleitfläche. Diese Dinger sind tierisch glatt. Ich werde mir das mal angucken. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Ich muss sehen, wie das, ob,
meinem Mainboard. Wichtig ist die Abtastung. Sollte das Stativ jetzt wackeln, da sitzt die Katze dran. Ich weiß nicht, was sie will. Sie will offensichtlich ans Handy oder sonst irgendwas. Die wird immer wunderlicher. Okay. So, das packen wir da rein. Die packen wir tatsächlich unten drunter. Das Ding mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo hinklebe. Was willst du an dem Stativ, Aloy? Ich frage mich wirklich, was die da will. Die hat den weg da. Entschuldigung. Mach dich weg, was willst du an der Kamera? Entschuldigt die Unterbrechung, ich werde es nicht rausschneiden, denn das macht es authentisch. So, ja, ich werde das gute Stück jetzt an meinem Computer anschließen. Die will irgendwelche Stative hochklettern, die ist doch nicht ganz frisch. Jetzt hat sie das für den Greenscreen im Petto. Ich werde das jetzt anschließen und ja, ihr habt gesehen, wie sie aussieht. Machen wir es nochmal so. Schickes Ding, würde ich sagen. Also ich kann es jetzt bis jetzt erstmal empfehlen.